Der Elbe Uhr Cup 2017 wird Ihnen präsentiert von den Cemex Kieswerken Rogetz, Sand, Kies und mehr. So, nahm man dann das letzte Gruppenspiel der Malinkler. Ich habe gerade mal zwischendurch geguckt, ob die Aufnahmen das jetzt alle schon gespeichert waren. Ich hatte da so meine liebe Sorge eben, dass Spiel 5 und 6 möglicherweise abhandengekommen sein könnten. Klasse Parade war das natürlich. Also damit könnte er sich jetzt im Duell der Torhüter, beziehungsweise im Achtwaffen-Duell der Torhüter, muss man ja sagen. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt eigentlich richtig nennt. Hast du das drauf hier? Ja, klar. Wie gesagt, im Duell der Torhüter könnte er sich damit jetzt ganz weit nach vorne geschoben haben. Am Ende des Turniers wird ja auch der beste Keeper noch ausgezeichnet. Oh ja, und da muss man natürlich aufpassen. Da muss man natürlich aufpassen, der Schlussmann, der Malwinkler. Weil außerhalb in die Hand genommen, außerhalb des Strafraums. Das darf natürlich nicht passieren. Ja. Fabian Tausig mit dem 1:0. Das Spiel, das ist ja auch insofern brisant, als dass der Robert Clement eigentlich angesagt hatte, dass er beim SV Malwinkel gewinnen will. Aber letztendlich sich dann doch hier für den SV Concordia Rogetz entschieden hat, der auch eher seiner Spielklasse entspricht, aber ich denke mal, die Malwinkler haben noch eine kleine Abrechnung mit ihm vor hier. Da läuft das 1:0 für die Rogetzer dann doch dem entgegen. Ein bisschen Pech haben sie heute auch. Vorhin schon im Spiel gegen Magdeburg, jetzt auch hier im Spiel gegen Rogetz. Robin Werner zweimal mit einer Riesenchance und zweimal scheitert er äußerst knapp. Und jetzt geht Robert Clement in den Strafraum, Fabian Tausig übernimmt. Drei Wochen hast du schon. Drei Jahre. Oder? Drei Jahre und Luis sind gut ausgefallen. Sieht der aus wie ich? Er spielt ja nicht so. Der hat auch nicht auch eine klasse Parade des Malwinkler Schlussmanns hier. Also die Keeper geben sich hier keine Blöße, bis auf den Abwehrfehler. Und der war natürlich auch sehr geil. Aber als Reaktion des Keepers natürlich hier Freischuss für Malwinkel. Ne? Ausnahme von dieser Regelung. Der Schuss ist entscheidend. Nicht die Reaktion. Er hat auch noch Spiel gesagt, das war ja praktisch die zweite und der andere war der erste. Ich damals ab 29. Ja, das Timing des Passes, das hat er nicht ganz gestimmt. Stefan Otto. Der macht letztendlich dann den Ball in der Ecke fest. Freischuss, wo geht's? Ball geht in die Mitte, aber wo geht's, da bleiben hängen. Ja, langer Ball von Daniel Scholz nach vorne, aber der geht über die Bande hinweg. Ja.
bleiben, dass sie hier nicht in den Konter laufen. Immer noch 60 Sekunden auf der Uhr. Ja, und der durfte wirklich nur mit der Brust angenommen werden. Alexander Djubil bringt die Kugel nach vorne auf Fabian Zausig. Robin Werner nochmal mit der Möglichkeit. Und letztendlich hat dann Philipp Kleine die Kugel sicher. Florian Jakubczyk am Ball. Auf Fabian Zausig. Wir melden uns gleich wieder.